Das ist ein Name. Demolition Racing Heat Race. Demons of Dirt. Dämonen des Drecks. Klingt schon viel besser. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Wreckfest. Mach dich bereit für unglaubliche Überschläge, flammende Motoren und rauchende Wracks sowie tonnenweise Schlamm und Gedärm. Was? Wenn es in diesem Kampfevent in mehreren Läufen zur Sache geht, unter den Demolierungsdämonen. Heißt es jetzt so ein vielleicht 8 Rennen und alles in einer Demo-Arena? Da bin ich ja mal gespannt. Also wenn man sich den Text hier wieder durchliest, dann wird einem klar, das hat jemand geschrieben, der der deutschen Sprache mächtig ist. Nicht so eine Hoi-Hoi-Übersetzung. Nee, aber Hoi-Hoi wurde hier teilweise... Ja, hier zum Beispiel wieder ein englischer Text, aber ein deutscher Übertitel. Crash Canyon, okay. Nur eins, wieder als Pokal, oder? Prozent Kies, ja, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Den Wagen werde ich auf jeden Fall nochmal anpassen. Crash Canyon Hauptstrecke. Gibt es davon noch eine andere Strecke? Ach ja, hier die 8 davor mit den Rasenmähern, ne? Ist der gleiche Untergrund. Wobei kann man hier aber nicht fahren. Hier ist ja eingebuddelt. Die Strecke ist eingebuddelt. Ja, Pokalwettbewerb. Okay. Also, Getriebe auf jeden Fall kurz und so weich wie es geht. Ja, der Crash Canyon ist schon cool. Kennt man ja aus Flatter 2. Aber was sage ich denn? Die Strecken sind ja alle einfach hervorragend. Bums. Nach diesem Rennen hatte ich ja die Schwierigkeit hochgestellt, ne? Nach diesem Rennen auf dieser Strecke zu Beginn des Let's Plays. Oh! Nur dann fahren wir halt links, aber biegen trotzdem jetzt hier rechts ein. Knall. Wow, so richtig. Au! Oh nein, unser Grill. Weg ist er. Ein Platz vom Weiterkommen entfernt. Diese Huppe sind einfach cool. Gut, die Aufhängung, die Stoßstempe werden was anderes sagen. Aber mir gefällt's. Weg da, ein bunter Kombi. Opa, jetzt komme ich nach außen. Und wieder hüpfen. Hui, Wellengang. Eine grüne Schnauze, das sieht ja cool aus. Oh, was ist mit seinem Dach? Moment. Aua. Moment, wie war denn das nochmal? Freie Kamera. Wagen folgen? Nee. Nee, Effekte will ich nicht. Moment. Spielernamen verbergen, das auf jeden Fall. HUD ist schon verbergt. Hier, Kamera wählen, Mann. Frei ist eigentlich schon. Moment. So. So ein schönes Auto, aber es ist ein Cabrio irgendwie geworden. Oh Mann. Wie es den Helm aber auch verzerrt hat. Keine Bremsen, ich würde sagen, kein Cockpit mehr. Autschi. Herrlich. Ah, wie ist denn das passiert? Okay, das gucken wir uns dann nochmal in der Wiederholung an. Wir kommen jetzt hoffentlich weiter und gucken uns das nochmal in der Wiederholung an. Das will ich wissen, wie das zustande gekommen ist. Wo die Hände hängen. Der fährt noch. Oh Mann. Aber auch von oben sieht es spektakulär aus. Aber auch die Hinterachse sieht irgendwie nicht mehr normal aus. Gut. Ich sehe jetzt mal zu, dass wir hier weiterkommen, damit wir eine Rennwiederholung machen können. Also kurz vor Ende von Runde 2, ne? Auf jeden Fall in Runde 2 muss ich mal... Mit dem Wagen finde ich schon. Da ist er wieder hinten gewesen. Naja, zur Not starte ich das ganze Event nochmal, noch, wenn ich jetzt nicht 12. werden sollte. Hauptsache, ich kann den Typ nochmal sehen und ich kann sehen, wie das zustande gekommen ist.
Ja, das ist wieder unrealistisch, aber ich finde es aber auch irgendwie sehr amüsant. Dass das Auto noch fahren kann mit dem Fahrer. Aber letztendlich bleibt es halt einfach ein Spiel und es ist ein sehr tolles Spiel. Ich würde sagen, einfach mal aus dem Bauch heraus, ohne irgendwie andere Spiele zu vergleichen, 9 von 10 Punkten. So ein paar Kleinigkeiten gibt es dann doch, aber zum Beispiel Classement ist wirklich eine Kleinigkeit. Dass man sich ständig das Classement angucken kann und vor allem nach dem Ende, nach dem letzten Rennen nochmal das Classement sieht. Wie viele Punkte hatte man Vorsprung, auf welchen Fahrer und so weiter und so fort. Das wäre noch cool. Es kommt angeflogen. Hier wird wenig gebremst, weil er bremst. Oh nein. Unser Auto ist noch vergleichsweise intakt. Naja, vorne, die Front spricht was anderes. Aber es könnte schlimmer sein. Was steht denn hier rum? Nicht berührt. In jedem Rennen wird versucht, so weit nach vorne zu kommen wie möglich. Und deswegen schnappen wir uns jetzt gleich hoffentlich noch diesen sechsten Platz da. Diesen gelben. Die Zuschauer stehen aber auch noch teilweise gefährlich. Wenn der Auto mal blöd fliegt, dann fliegt es auch. So, hallo, deine Heckscheibe war ja noch ganz. Das geht nicht. Sind bei Flatter 2 immer ein Anliegen meinerseits, dass meine Heckscheibe immer ganz bleibt oder so lange wie möglich. So, eine Kurve haben wir noch. Oh, er haut sich selbst quer. Dann helfen wir noch etwas nach. Hauptsache es kommt keiner mehr von hinten an. 2 Sekunden Vorsprung auf dem Hintermann, dann weg. Ja, was ist denn hier los? Fährt er noch? Ja, fährt noch. Ist sogar der 5-platzierte Arschkranken-Geigentyp. Nein! 2 ist noch vorbei, ne? Aber hey, wir sind weiter. Ne, 6. So, jetzt nicht weiterklicken. Wiederholung. Wo? Welches Autochen ist das? Ah, jetzt habe ich das wieder weggemacht. Wagen verfolgen. Wir lassen es erstmal laufen. Kann man direkt verfolgen? Streckenseitig. Nicht Cockpit, Motorhaube, irgendwie Heckansicht. Sphärisch, was denn das? Ja, gut, meinetwegen. So, wo ist der jetzt? Nee. Oh. Da. Relativ knapp vor uns. Die 9. Der da. Oh Mann. Putz weg. Achso. Ist ja schon weg. So, wie ist das zustande gekommen? So? Ja! Au! Oh, der ist ja da reingefahren irgendwie. Okay. Autschi. Sieht aus wie ein Pickup. Fährt noch wieder 1. kann man unter die Karte gucken, das ist ja blöd. Das Blöde ist, ich komme nicht mehr zum Neustarten. Verlangsamen kann ich vorspulen, aber ich kann nicht nochmal zurückspulen. Das Bubbelchen hier anpacken geht nicht. Dann starten wir nochmal neu und spulen nochmal vor. Na, schon wieder neu gestartet. Mist. Oder kann man das mit einer anderen Taste noch? Oh Gott, da komme ich nicht ganz hinterher. 8 FPS ist nicht gerade viel. So, verlangsamen weiter. Noch mehr verlangsamen. So, jetzt kann ich ja schon mal eine schöne Kamera aussuchen. Weil wir machen es anders. Ich mache hier hinten gleich Pausen, dann machen wir freistehende Kamera. Oh, wie wir da fliegen. Ich muss die Namen noch verbergen. So, und jetzt gibt es eben den Ärger. Da fliegt auch noch ein Stück Kotflügel. Es ist so faszinierend, das Ganze einfach nochmal zu verfolgen. Kamera auswählen, frei. So, weg. Wir positionieren uns mal hier hinten. Da knebelst den an die Wand. Können wir noch langsamer machen? Geil. Noch langsamer? Nee. Ah, reicht schon. Upsa. Das ist aber auch ein cooles Bild. Wir waren sogar ausschlaggebend. Schaut mal, da ist unser Autochen. Ist das cool. Hab ich gar nicht mitbekommen.
Das sind auch so tolle Bilder, die man hier machen kann. Also Fotomodus ist in jedem Spiel toll. Ich habe das echt nicht mitbekommen. Wir waren ja wirklich dabei, aber so richtig. Das ist schon ein schönes Bild. Überhaupt. Oh Mann, ey. Wir müssen mal ein Stück hinter. So, und jetzt landet er gleich auf ihm. Na, nochmal drehen. Matsch. Ah, ich konnte es nicht wirklich sehen. Er hat auf jeden Fall eigene Probleme, sagen wir es so. Aber gut, jetzt genug. Lass mir das nochmal laufen. Aber ohne Pause machen wir gleich weiter. Aber hier hätte ich es doch sehen müssen, dass da irgendein Scheiß ist. Aber mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen. Klar, dass da was war, aber nicht, was da sein könnte. Das Endergebnis haben wir erst später gesehen. Jetzt gucken wir zu weit raus. Das irgendwie sind zu wenig Details. Das ist viel zu viel Wiese. Die Fernsicht geht eigentlich wieder, aber hier direkt um die Strecke rum, da fehlen auch ein paar Details. Ja, wirklich, Ben. Wir machen weiter. Genug an dem ganzen Schaden erfreut. Das nennt man auch Schadenfreude. Eine ganz besondere Art. Wir müssen ja bloß wieder unter die ersten 12 kommen. Wir starten jetzt von immer weiter vorne. Öfter. Oh, so ein Hex sieht aus. Cool. Ah. Oh. Muss man die Schleife eigentlich in die Richtung fahren, die wir gerade fahren? Oder hätte man die Möglichkeit, die auch andersrum zu fahren? Ich probiere es jetzt nicht aus. Ich denke mal, hier ist es vorgegeben. Der Gelbe steht ja blöd. Nein, der andere Gelbe, der Boomer, der hat uns schön nochmal nach außen geschoben, sodass wir den querstehenden Gelben da nicht bekommen haben. Ist vom Vordermann jetzt die Heckschutze weggefallen? Ne, die ist noch dran, die baumelt noch links runter. Na, der Gelbe wieder hier. Der Quersteher Gelb. Irgendwie kann ich die Leute da oben auch verstehen, hier gibt es echt was zu gucken. Bloß wenn es schief geht, dann kommt das Auto mal hochgeflogen. Oh Gott, viel zu viel reingeworfen. Da ist der gelbe Boomer. Da sind die Motorhauben offen. Er hat seine Heckschutze immer noch. Immer noch. Wir haben unseren Heckflügel auch noch. Jetzt fahren wir erstmal an ihm vorbei. Vielleicht dann noch einem. Jo. Und springen jetzt noch einem aufs Dach. Wobei die Landung und dann die Platzierung könnte dementsprechend schlecht ausfallen. Schon wieder ein Boomer vor uns. Mit den beiden Zügeln wir noch vorbei und schon sind wir auf dem Podium. Allerdings haben wir jetzt noch zwei Runden vor uns. Wir haben wieder zu sehr reingeworfen. Aber keiner möchte vorbeifahren. Da ist unser Rivale. Wieder springt. Oh nein, ich komme zwar nach außen. So, jetzt noch zwei Runden. Und unsere Motorhaube ist jetzt auch schön locker. Blöder Graben, blöder Hang. Da wollen wir nicht drauf landen. Sehr eng genommen, die Kurve. Damit kann uns auch keiner so gut rausdrängeln, indem er uns hinten drauf raucht.
fliegt wieder sowas von der Rivale. Also der hat es drauf, seine Vorderachse richtig abheben zu lassen. Unsere beste Runde. 35-10, ob ich die nochmal knacken kann, weiß nicht, die Kurve hat sich gerade nicht gut angefühlt. Unser Rival ist aber auch fast im Eimer, wir kommen ihm näher. Oh nein, jetzt heben wir auch so ab. Und ich komme auch nachher außen. Oh, der Gelbe da. 1,2 Sekunden Rückstand, 0,4. Wie sieht er denn aus? Ist das so gewollt bei dem Auto, dass der so aussieht, wie er gerade aussieht? Oh, da kommt da jemand beinahe zu uns geflogen. Wir werden Dritter. Ganz unspektakulär, ohne jetzt ein ganz schlimmes Auto aus nächster Nähe gesehen zu haben. Der Autopilot scheppert erstmal wieder außen gegen die Leitplanke. Auf zum Finale. Ich muss mir das dann unbedingt nochmal angucken, dieser schlimme Unfall. Wir waren ja wirklich direkt in der Nähe. Mal mit einem Auge darauf werfen. Oh, das ist eine coole Lichtschimmung. Mal gucken, wie das nochmal aussieht. Schönes Heck. Ja, drehen wir den raus? Nö. Jetzt bremst du die anderen. Gucken, wie lange unsere Front so aussieht, wie sie gerade aussieht. Noch ist unser Auto in einem sehr guten Zustand, um den ersten zu jagen. Gucken, ob ich jetzt noch eine 35-10 knacke. Die jetzt nicht, habe ich mir gemerkt. In der ersten Runde jetzt nicht, aber... Ab Runde 2. Das setzen wir ganz schön auf. Jetzt ist die Frage, etwas mehr Schwung holen oder wirklich den kürzeren Weg wählen und innen fahren? Eine Mischung, hä? Ich glaube, ich fahre lieber innen. Kürzerer Weg. Ich muss aufpassen, wo ich lande. Ah, es war jetzt nicht ganz kurz der Weg und auch ganz schön quer gekommen. Der ist aber auch echt gut, der hat schon 6 Sekunden Vorsprung. Ich dachte, das wird locker flockig hier in erster Platz, aber nee, Pustekuchen. 2,6 Vorsprung. 3, 4, oh Mann. Da vorne sehen wir ihn. Gleiches Halbzeit. Sekunden, jetzt wird es wieder mehr, fast 5. Ist aber auch komisch, der Zeitabstand dürfte ja nicht kleiner werden. Der Meterabstand müsste ja, wenn wir gerade noch Vollgas sind, unterwegs sind und er in der Kurve ist, müsste ja der Meterabstand sich verändern. Aber zeitlich müssten wir da immer gleich bleiben. Egal, ob wir jetzt schnell eine Kurve reinfahren und er gerade mittendrin ist, das ist etwas seltsam. Dem scheint nichts zu passieren, der fährt das locker flockig nach Hause. Vielleicht sind es noch 2 Runden. Hier in die Kurve rein, da mache ich gut und jetzt verliere ich, wo ich in der Kurve bin. Vielleicht fahre ich die auch einfach zu schlecht. Kann auch sein. Jetzt bei 6-1 stehen bleiben, 6-4. 5-4, wenn ich auf so eine Schleife zufahre, gewinne ich, aber ich mache dann in der Schleife viel zu viel Zeit schlecht. Nicht gut, sondern schlecht. Ja, das ist ein sehr ruhiges Rennen, wie es scheint. Das hat 7 Sekunden Vorsprung. Ich habe eine 34,7 gedreht. Interessant. Wird aber wohl nicht zum Sieg reichen. Was steht denn hier? Ich glaube, das wäre ein kleiner Roboter. Nummer 5 lebt. 7 Sekunden Rückstand. Letzte Runde beginnt gleich. Ich hätte ihn hier nochmal abfangen können. Auf der Gegenspur. Eine Chance habe ich noch, wenn ich den richtigen rauspicke. Hinten habe ich aber auch nicht viel Abstand, aber wenn ich nicht Erster werde, mache ich es ja eh nochmal. Versuche ich jetzt mal, ob ich die auch andersrum fahren kann, die Strecke. Oder ob mir das blöde Verkehrsschild anzeigt. Ist er das schon? Ja. Ich darf das auch so rumfahren, schaut mal. Noch kommt kein, du fährst verkehrt rum, aber hier ist ein Geisterfahrer. Oh. Der Erste liegt jetzt knapp 4 Sekunden vor uns. Was machst du denn? Fällt auf uns zu. Immer noch in die richtige Richtung. Aber ich habe deutlich Zeit verloren. Okay, habe ich das immerhin mal aufgeklärt. Man kann das Ding auch andersrum fahren, aber
wenn man der Einzige ist, der so fährt, dann bringt es nur einen Nachteil. Gut, dann machen wir das nochmal, aber in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.